Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dying Light. Wir sind zurück und mich freut es sehr, dass dieses Projekt scheinbar sehr gut ankommt. Wollte ich nur mal zu Anfang sagen. Wir müssen momentan mit Spikes sprechen und keine Zombies sind hier drinnen. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns erstmal auf den Weg. Ich denke, hier wäre mal ein guter Anfang, hochzuklettern. Jetzt vielleicht da. Perfekt. Hey, Freunde. Ich würde gern dort rüber. Nein, nicht hier, sondern hier hoch. Gut, jetzt sind wir ein bisschen gefallen. Das macht aber nichts. So, jetzt hier ran. Sicherheitszone wird verlassen. Kein Problem. Können wir uns eigentlich hier draufstellen? Moment, kann ich? Nein, oh Gott. Ich weiß gerade nicht genau, was ich gerade getan habe, aber es war nicht sehr intelligent, glaube ich. Wo müssen wir überhaupt hin? Das ist mal die Frage. Oh, mit Spike, na klar, beim Doktor. Beim lieben Doktor, what the fuck, auch immer sein Name nochmal war. Doktor Serre, genau. Alles klar, dann geht's auf jeden Fall mal in die Richtung und da würde ich sagen, gehen wir erstmal hier runter und gehen dann auf der drüberen Seite wieder hinauf. Oder wir gehen hier hoch. Oh, nein, hier. Ganz genau. Moment, was ist das? Hä? Schnur. Schnur ist gut. Was ist das? Schloss knacken? Sehr gut. Dafür hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, keine Dietriche mehr. Instant. Wie geil ist denn das, bitteschön? Sofort beim ersten Mal und das in der neuen Aufnahme. Der Hammer. Gasrohr oder Glasrohr, keine Ahnung. Und Zerstörer, Waffen-Upgrade. Das finde ich sehr gut. So. Hier rüber. Wow. Gut, alles klar. Ja, so gefällt mir das Spiel. Wenn man hier einfach so ein bisschen runnen kann. Hey! Sekunde. Ach, du hast nichts dabei, okay. Hier geht's gerade recht gut. Ich glaube, das ist sogar der Turm. Ja, tatsächlich. Neue Wendigkeitsstufe. Wunderbar. Fertigkeitspunkte erhalten. Das finde ich natürlich noch besser. Gut, was können wir jetzt hier machen? Entweder Wurf. Nutzen Sie die Bewegung angreifender Feinde, um sie herumzuschleudern. Wenn ein Gegner anstürmt, drücken Sie A und wählen Sie die Richtung. Oder Rutschen. Beim Rennen schlüpfen Sie durch Löcher in Wänden und tiefe Durchgänge. Das, glaube ich, ist eine sehr intelligente Fähigkeit. Erstmal können wir jetzt theoretisch auch gleich ausprobieren. Ich würde hier nur gerne irgendwie sicher runterkommen. Wobei, ich könnte hier jetzt darüber. Ja, genau. Machen wir so ein bisschen King Kong-Style. Ich würde mich gerne nach unten umschauen, genau. Oh ja, ich glaube, da ist gerade niemand. So. Bye, bye. Ich liebe es, dass die Zombies so dämlich sind. Und vor allen Dingen, dass sie so unwendig sind. Alles klar. Können wir jetzt eigentlich rutschen? Ah, ich kann, glaube ich, hier nicht rutschen in der Sicherheitszone. Schätze ich zumindest mal. Okay, jetzt erst aber mal ein kleines Gespräch mit Spike. Crane, eins vorweg. Du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay, kein Problem. Zurück zum Turm. Das sollte einfach sein. Oh, neuer Überlebensrang, auch gleich. Nice.
Wann kriegen wir eigentlich Kraftstufe? Ich werde mal jetzt noch dem Paten ein paar Zombies platt machen, glaube ich. Damit da auch ein bisschen was weitergeht. Erforderlich überleben Stufe 3. Haben wir gar nicht. Doch, Stufe 3 haben wir. Lernen Sie in einem Rucksack vorhandenen Raum effizient zu nützen. Erlangen Sie 4 zusätzliche Waffenslots, oder? Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen. Oh, das wäre natürlich auch cool. Aber ich glaube, mal mehr tragen zu können, wäre irgendwie sehr gut. Wäre irgendwie im Moment besser. In meinen Augen zumindest. Ich kann mir auch vollkommen irren, aber... So. Und jetzt schauen wir auch mal gleich hier oben, falls... Ist hier ein Zombie zufällig, den wir platt machen können? Nein, schade. Ist hier was? Ach, das habe ich, glaube ich, schon letztes Mal aufgeschlossen. Nee. Hier ist noch Stuff. Geil. Ja, ich glaube. Oder? Ah, hier runter. Au. Aber okay. Das war jetzt nicht viel Schaden. Ich werde jetzt hier mal kurz das Rutschen ausprobieren. Oh ja, das ist nice. Außerdem werde ich mal die Kraftstufe noch ein bisschen verbessern. Vielleicht kriegen wir dann gleich einen Fertigungspunkt. Genau. Hier haben wir schon. Neue Kraftstufe. Alles klar. Und was können wir jetzt hier machen? Der Kraftbaum ermöglicht es Ihnen, sich ihren Gegnern direkt zu stellen. Um Ihre Kraftstufe zu erhöhen, stützen Sie sie in den Köpfen und töten... Okay. Töten Sie Ihre Gegner einfallsreich. Oh. Das ist natürlich auch cool. Gut. Ausnocken. Kraftstufe 2, ja. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Lernen Sie mit größerer Präzision. Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Das könnte bei größeren Mengen sehr nützlich sein. K.O.-Tritt wäre wahrscheinlich auch ganz gut. Und Mehrfachwurf. Da braucht man erstmal was zum Werfen, aber treten können wir immer. Ich glaube, das ist die sinnvollere Weise. Ich werde mich jetzt vielleicht auch einzelnen Gegner eher stellen. Anstatt denen aus dem Weg zu gehen, wie zum Beispiel dem Typen da vorne. Oder der Typin. Hey, ja, betäubt habe ich jetzt, oder? Nice. Also ihr seht schon, das Spiel ist unzensiert. Und das habe ich schon einmal gesagt, aber ich finde es halt geil. Bisschen Splatter gehört bei sowas in meinen Augen irgendwie dazu. So. Ist hier irgendeiner... Nope. Hä? Berichten Sie der GI... Ah, ich muss jetzt erstmal der GI berichten. Sagt mir doch, der hat doch eigentlich gesagt, ich soll zum Turm, okay? Egal, wir müssen jetzt hier hoch auf das Dach. So. Und die Aussicht ist immer so geil in dem Spiel. Crane hier. Bericht. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe. Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Alles klar. Und jetzt können wir das eigentliche Ziel durchführen, und zwar... Ich weiß übrigens gar nicht, ob die Typen vom Turm oder grundsätzlich hier die Leute in der Stadt wirklich vertrauenswürdig sind. Ich schätze irgendwie erstmal schon ein bisschen, aber... Wobei, eine große Organisation ist, glaube ich, nie so vertrauenswürdig, wenn man den meisten Typen hier Glauben schenken kann. Okay, ach hier. Was steht da? Stand da Fisten? Ach, safe. Ich habe Fisten gelesen. What the fuck? Keine Ahnung. Okay. Und Bracken scheint sich hier aufzuhalten. In dem Stockwerk. Wann lassen die uns endlich hier raus? Oder weiter oben? Nee, hier. Ach, ich soll hier hochfahren. Ja, komm. Ach so, ich muss hier überall halten. Das ist irgendwie manchmal noch ein bisschen unangewöhnlich. Aber man gewöhnt sich. Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Gut, Bracken ist wahrscheinlich da, wo Headquarters stand. Ist irgendwas mit Geld? Wann lassen die uns endlich hier handeln? Oh, ich kann hier handeln. Das finde ich natürlich nice. Verkaufen könnte ich. Zum Beispiel nur für kurze Zeit.
Was benötigt der Gegenstand? Fluoreszierende Pille. Okay, keine Ahnung. Das hier ist schon relativ im Arsch. Schauen wir mal, was bei Schaden ist. Hier oben das... Ja gut, dann würde ich sagen, die Sachen hier können wir mal wegkauen. Die Wertgegenstände ist wahrscheinlich nur zum Verkaufen gut. Rückkaufen. Nee, möchte ich nicht. Waffen-Upgrades möchte ich nichts verkaufen. Mull brauchen wir ziemlich dringend. Hier, ich glaube, diese Sachen sollte man nicht verkaufen. Kaufen. Hat der Mull? Nein, schade. Nee, ich denke, das passt jetzt erstmal. Haben wir jetzt verkauft? Ja, haben wir. Gut, dann würde ich aber noch kurz sagen, dass wir hier im Inventar vielleicht... wo ist das? Der Dietrich machen. Oder mehrere. Ach, kann ich nicht? Brauche ich dafür irgendwas? Hä? Entwürfe? Ach, Entwürfe muss ich das, ja. Medikit machen wir mal ein Stück. Ist immer gut zu haben. Und Dietriche machen wir mal... Ja, ein paar halt. Dass wir nicht alle Metallteile verschwenden, aber ein paar halt haben an Dietrichen. Super Deutsch übrigens. So, jetzt reden wir erstmal mit Brecken. Da kann der liebe Crane hier reden und ich kann mal kurz die Schnauze halten. Crane. Hör zu. Brecken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Eiser haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht. Haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich. Okay? Vom Teufel nochmal. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Brecken? Lena? Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hierbleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Jade, auf ein Wort? Klar. Bricht zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Breckens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden. Und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht, alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb, vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Okay, neue Tagebucheintragung, Muttertag. Das werden wir auf jeden Fall machen, oder? Na, auf hundertprozentig. Ich meine, allein schon, weil wir uns mit dem Anführer des Turms hier gutstellen können. Oder? Allein schon deswegen, denke ich mal, ist es das wert. Ich schau mal auf der Karte, wo das sein könnte oder wo das ist. Dies, ja, okay, das weiß ich. Ach, so kann ich die hier drin gar nicht aufrufen. Alles klar. Jetzt erstmal Ghazis Versteck und dann machen wir das, was der Typ von uns wollte.
Oh, diesmal wird gar nicht vorgelesen. Schön. Muttertag. Bracken wurde im Kopf verletzt und leidet nun unter Krämpfen. Er braucht Medizin, aber alle Krampflöser sind aufgebraucht. Lena erwähnt einen Gazi, der wohl etwas zurückgeblieben ist. Offensichtlich hat er krampflösende Medikamente für seine Mutter gehortet, die vor 2 Jahren verstarb. Okay. Sollte erledigt werden. Oder, wobei, der könnte Probleme machen, wenn er ein bisschen plemplem ist. Der könnte sogar ziemlich Probleme machen, wenn er plemplem ist. So, ich will jetzt endlich hier die Karte, genau. So, jetzt haben wir hier, dann machen wir das, säubern wir doch auf dem Weg dort noch ein paar Verstecke. Das ist, denke ich mal, gar nicht so blöd. Alles klar. Gut, dann in die Richtung. Erstmal hier rüber, über die, was sind das? Hey, die sind eigentlich scheiß hoch aufgelöst eigentlich, dafür, dass nur so Deko ist. Okay, dich machen wir platt, weil wir die Punkte brauchen. Noch wahrscheinlich. Hä? Was? Nein. Nein. Genau. Und, oder gibt's irgendwas anderes? UV-Lampe? Nein. Ja, hier Gasrohr. Oh, hier sind noch mehr. Schade. Nice. Okay, na, ein bisschen Cola hast du wenigstens. So. Ja, wir sollten nicht alle platt machen. Wir sollten die für die Säuberung vielleicht unsere Waffen ein bisschen aufsparen. Da könnte allerdings irgendwas Sinnvolles drin sein. Wie zum Beispiel eine Kiste, die auch da ist. Genauso, als hätte ich es vermutet. Wobei, ich habe es vermutet, also. Gut, Nein. Na, fuck this. Okay, leicht nach links. Nein. Hä? Wo denn? Stark links? Ja. Ganz stark links, alles klar. Gut, gutes Stuff bitte hier drinnen. Das wäre nice. Eine Tasche, immerhin. Und Premium-Wurfstern. Ich weiß nicht, ob der besser zu verkaufen oder besser zu gebrauchen ist, genau. Ja, ein bisschen cheaten. Moment, warum gehe ich hier hoch? Ich muss da lang. Da oben könnte sich allerdings irgendwas Interessantes verstecken. Oder hier. Wie kann ich nochmal... Nein. Hä? What the fuck? Ach, UV-Lampe. Wie kann ich nochmal diesen Überlebensimpuls machen? Ach so. Ja, Gasrohr oder Glasrohr. Nagelbrett auch gut. Hier ist er. Hier kann Stuff sein. Okay, da bin ich mal ein bisschen reingebackt. Alles klar. Nein. Shit. Okay, hier hoch. Komm. Ja, genau. Oh, hier ist was. Das ist schön. Hier ist, glaube ich, überall irgendein Stuff. Batterien. Hört sich schon mal gut an. Hoch. Und hier hoch. Ja. Schön. Da vorne ist der Survivors Inside. Genau direkt vor uns. Direkt. Da. Oh. Ich möchte gerne. Oh. Oh, fuck. Okay. Schnell. Oh, nein. Oh, fuck. Das sind ein paar. Macht aber jetzt erstmal nichts. Ich gehe hier rein. Schätze mal, die hier werden jetzt nicht so viele sein. Auch nice. So, kurz ausruhen. Und warm, warm. Hä? Oh, ich sollte hier zumachen. Hey,
wartet mal, ich muss hier ein bisschen taktisch vorgehen, glaube ich. Im Vergleich zu den letzten Säuberungen. Oder zu der letzten Säuberung. Da ist jetzt zu, das ist schon mal nice. Oh, das war sehr gut. Gut, die kommen da nicht rein, das ist schon mal nice. Da. Wenn die am Boden liegt, dann ordentlich draufhauen. Oh, wenn ich dann die Ausdauer nicht voll mache, dann bin ich so ziemlich gefickt. Jetzt verstehe ich's. Also, aber wenn ich mit den Dritten betäuben könnte, wäre das irgendwie sehr nice. Nein, das ist schlecht. Nein, 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 nein. Ja, ich glaube, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, Ausdauer aufzuleveln, werde ich das tun. Weil das ist gerade irgendwie ein bisschen Waffe nicht gebrauchsfähig, okay? Reparieren, halten, ja, komm, machen wir mal. Oh, ich verstärke sie dadurch, glaube ich, ein bisschen auch. Achso, die ist schon tot. Schön. Jetzt sollte das hier wieder sicher sein, oder? Oder? Säubern Sie dieses Areal. Schalten Sie den Strom wieder an. Ziehen Sie die Eingänge. Sicherheitszone freigeschalten. Alles klar. Ja, nee. So. Wunderbar. Das bedeutet, wir können uns jetzt hier jederzeit ausruhen. Und wir können hier erstmal auch Sachen einsammeln. Zum Beispiel eine neue Waffe. Schaden macht das hier ist momentan am meisten. Das ist gut. Hier können wir schlafen. Alles klar. Dann würde ich sagen, die nächste Zone ist hier. Aber das Sichern dieser nächsten Zone übernehmen wir dann im nächsten Part von Let's Play Dying Light. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.